Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute machen wir was ganz Besonderes, denn wir gucken uns heute mal den neuen Song von Standardskill an, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich habe das Ganze schon ein bisschen früher zugeschickt bekommen von Philipp, der gesagt hat, jo, wenn du Bock hast drauf zu reacten, hat mir dann direkt die Videodatei geschickt und ich habe die jetzt schon seit ein, zwei Tagen oder so. Leute, ich habe auf Real Talk noch nicht reingeguckt. Ich weiß halt nur so viel, dass die anscheinend voll das fette Video gemacht haben. Die waren ja extra in L.A., also er zusammen noch mit zwei anderen Rappern, glaube ich. Oder einem anderen Rapper und halt dem Videoproducer. Und das Video soll halt absolut Endlevel sein, Leute. Also richtig, richtig krass sein. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, weil Philipp schon ziemlich geflext hat in WhatsApp. Man kennt ihn. Deswegen check ich jetzt mal ab, wie das Ganze aussieht, Leute. Deswegen checken wir jetzt einfach mal ab, wie das Video ist, Leute. Ich meine, der Song ist jetzt schon seit zwei, drei Tagen draußen. Habe ich mir auch schon mal angehört. Daher kenne ich den jetzt schon. Aber ja, da sage ich gleich auch noch ein paar Sachen zu. Aber Leute, dann würde ich sagen, wir labern nicht lang drum herum. Wir fangen direkt an. Achso, nee, das war ein deutlich besserer Song, aber um den soll es ja heute nicht gehen. Was denn, wir fangen an, let's go. Bruder, jetzt bin ich ja gespannt. Daniel Slotzi, Leute, ohne Scheiß, dieser Typ macht Musikvideos. Ciao, ganz andere Liga. Jetzt mal ganz kurz am Anfang, war das hier jetzt also Aufnahmen, die gemacht haben, oder war das GTA? Boah, ich weiß gar nicht, sieht schon real aus, ne? Egal, Leute, also nicht wundern, ich werde ein paar Mal jetzt stoppen in dem Song. Okay, da steht es auch, Feed Yuri und Maeve oder Maeve. Aber egal, Leute, wir gucken weiter. GTA. Standard-Skill, ich werd wieder überwacht. Häng die Bullen ab, hol die Brüder aus dem Knast. Ey, ich darf gar keine Props geben, Junge. Nach Diss-Track, jetzt kommt ja noch ein Diss-Track, aber Digga, was war das für eine... Ciao, Digga. Ey, Junge, was habt ihr da gemietet? Ihr habt den Hochhaus oben landen... Was ist das? Hubschrauber-Landeplatz oder was? Alter, diese Optik, ne? Im Hintergrund, diese Häuser spiegeln sich und so. Bruder. Skill, ich werd wieder überwacht. Häng die Bullen ab, hol die Brüder aus dem Knast. Damals kein Fick, wer aus Neid drüber lacht. Heute 300k Streams live über Nacht. Und die Jagd im Umklär vom Brabus, der Benzer von der Po. Das Ding ist halt auf Real Talk. Zu Philipp passt so richtig dieses Gangster, bla bla, weil der sieht halt so aus. Ich find's halt eher andersrum witzig, dass dann halt so jemand Tattoos sieht aus. Bam, Junge, der gibt dir gleich eine. Deswegen ist er gerade so lustig, dass er dann halt Fortnite-Videos macht. Aber ich schwör, Philipp passt in diesem Musikvideo 1:1. Ich schwör's, der könnte bei GTA Spielcharakter sein, das wird einfach 1:1 passen. Aber hier gehen auch schon mal Props raus. Ciao, Digga. Also ohne Flax, die haben das richtig geil gemacht mit dieser GTA-Optik. Polizei gesucht wie ein Gangster, Flex mit Skydrella, straight aus dem Fenster. Erledige dann sofort den Job für Lester. Grüße gehen raus, Tracy, Michael und Jimmy. Bin immer zu busy in Liberty City. Digga! Ey, das sieht krank aus wie GTA, Junge. Oder, nee, das ist GTA, das ist gar nicht real jetzt, oder? Ist das jetzt im Hintergrund? Digga, ich... Guck, wir machen Money, 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 ticken Packs. In dem fetten Army-Schlitten stand ich mit der Gang. Gang, Gang, Gang. Alter, Digga, einfach Stripclub gemietet. Junge, was... Digga, rastet der komplett aus, oder was? Ich will gar nicht wissen, wie teuer war dieses Musikvideo. Was die mit Lambos, mit dann Stripperinnen und... Digga... Der hat safe für das Musikvideo so viel ausgegeben wie, keine Ahnung, ich in 3 Jahren. Falle eine Bank mit Tracy, verballer die Cola, als wäre ich Jay-Z. Oh. Dass du mich mit halbnackten Ladies auf einer Yacht irgendwo in Palermo Basis. Los Santos, Los Santos. Ich baller mit der Gang und das Everyday. Voll Narkos, voll Narkos. In der Blutbande Hennessy. Ich hab die ganze Stadt im Blick. Ferro Autodiebstahl und Raubüberfall. Von Los Santos bis Vice City ist mein Name bekannt. Der Guapo ist krank. Shoot the Drive-By. GTA. Rotlicht Nightline. GTA. Verfolgt von Locos. GTA. Bruder muss los. GTA. Bruder muss los. GTA. Ja, Leute, ich muss an der Stelle. Digga. Boah, Leute, dieses Video, ne, ist anders krass. Also auch der Song, echt mal, Props gehen erstmal raus. Die Hook ist, Digga, das, man muss halt immer noch bedenken, es ist ein YouTube-Song. So, wisst ihr, wie ich meine? Das hört sich an wie, keine Ahnung, als hätte den irgendein kranker Rapper gebracht, so als normalen Track, Junge. Bruder muss los, GTA, Bruder muss los, GTA. Schau, Leben, dieses Video, Digga.
Guck, der Don in dem Chevy, Tommy Vercetti, im Seitenhemd in ihren Cannelloni Spaghetti. Ausblick Hayat von dem Winewood Hills. Kontostand ist Oberliga Einkunft. Münchte mit Bratans auf Hektik dein Meth-Labor. Und verteile die Ware auf dem Center Court. Flügeltüren Flex, Aventador. Black Tar aus Mexiko, US-Transport. Heist Action Pump Guns, Pacific Standard. Fluchtwagen Kickdown, Benziner Allrad. Setz alles auf Rot im Casino Resort. Meine Sneaker Camouflage, Valentino Saison. Gangs und Verbrecher, Franklin und Trevor. Verfolgungsjagd auf Freeway im Champion Sweater. Anti-DEA, wir sind Pro-Narcos. Komm mal online, welcome to Los Santos. Ich muss ehrlich sagen, von ihm die Stimme feiere ich irgendwie auch total. Also, das war irgendwie was, ich weiß nicht, hört sich so anders an. So, kennt so voll viele Rapper und alle gleicher Leute, ihr kennt es wahrscheinlich so. Diese ganzen Lelelele. So Mero-Ding, irgendwie, keine Ahnung, jeder hört sich gleich an. Er hat so irgendwas Einzigartiges in der Stimme, feiere ich auf jeden Fall. Generell, Digga, Props, ich freue mich richtig für Philipp. Also dieses Video, ich weiß, es war für ihn auch ein ganz, ganz großes Projekt, was er unbedingt krass umsetzen wollte. Und ich muss ehrlich sagen, Digga, du hast es auf jeden Fall geschafft. Das Video ist komplett krank. Also ohne Scheiß. Alle Locations richtig geil ausgesucht. Von den Farben her, vom generell Color Correction, alles. Ciao, Digga, also Props. Ich baller mit der Gang und das everyday. Voll Narkos, voll Narkos. Digga, da hat Philipp richtig Spaß gehabt beim Aufnehmen. Digga, man kennt. Der Blutbande Hennessy. Ich hab die ganze Stadt im Blick. Ferro Autodiebstahl und Raubüberfall von Los Santos. Wie cringe das ist, Digga, guck mal. Ferro. Die tanzen da einfach mit ihrem scheiß Sektglas und Philipp in der Mitte. Lachkick. Ganze Stadt im Blick. Ferro Autodiebstahl. Digga, die dachten sich auch, was geht denn jetzt ab? Fortnite-YouTuber, huch! Raubüberfall von Los Santos bis Y-City ist mein Name bekannt, der Guapo ist krank. Ja, wir sind hier so, aber kennt die, Digga. Shooter, Drive-By, GTA, Rotlicht, Nightlife, GTA, verfolgt von Locos, GTA, Bruder muss los, GTA. Ich hab die ganze Stadt im Blick, Ferro Autodiebstahl und Raubüberfall von Los Santos bis Y-City ist mein Name, Los Santos. Digga, was ist das? Junge, was macht ihr da? Ja, yeah. Mama. Der Guapo ist krank. Shoot the Drive-Bahn, GTA. Aber ist krank, Leute. Was soll man sagen? Der Volk von Locos, GTA. Bruder muss los, GTA. Philipp aber nicht schlumpen lassen, ein bisschen Geld springen zu lassen, ne? Oh shit. Aber die Locations, ciao Leben. Alleine das am Ende, boah, Bruder! Ach, krass. Und jetzt hier noch Werbung für, was ist das für ein Album von Juri? Ja, steht da. Bratans auf Favelas. Okay, da wird der Song wahrscheinlich dann auf dem Album auch am Start sein, Leute. Aber echt ohne Scheiß. Auch wenn ein paar Momente in dem Video absoluter Cringe waren. Trotzdem halt im Großen und Ganzen das Ganze übertrieben gelungen. Also echt Props gehen raus, Leute. Alle, die jetzt dachten, krieg halt wirklich noch Nachrichten, wo Leute mir schreiben, Digga, hast du mit Standards den Stress? Leute, wir haben kein Beef oder sowas. Deswegen an alle, die jetzt dachten, ich mach das Video hier voll runter und zerstör alles und Leute, haut mal ab. Also ohne Scheiß, Props gehen raus. Video ist echt abnormal krass geworden. Auch generell, der Song hört sich echt stabil an. Also ich dachte ja ernsthaft, das wird so ein bisschen cringiger, weil ich konnte mir Philipp gar nicht vorstellen, so wie er rappt und sowas, aber hört sich gar nicht so scheiße an, Leute, auf korrekt. Und deswegen kriegt auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, Leute. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne noch beim originalen Video vorbei. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Lasst da gerne mal ein Like da, Leute. Das Video muss einfach alles rasieren. Deswegen checkt das Ganze ab, Leute. Erster Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao.